Die Insel haben wir den ganzen Morgen verfolgt. Das heißt, wir sind um 7:30 losgefahren und um 11:45 hier angekommen. In der Zwischenzeit sind wir Tuschur auf diese Insel zugefahren und sie kam und kam einfach nicht näher. Ich dachte irgendwann, ich muss platzen, weil ich pinkeln musste. Aber die anderen Inseln wären alle ein riesen Umweg gewesen. Das sieht immer alles gar nicht so schlimm aus, da sind noch ein paar. Aber wir sind wirklich von heute Morgen 7:30 bis um mindestens 7:30 bis um 11:30 sind wir zu dieser verdammten Insel gepaddelt. Ja, als wir dann dort waren, gab es irgendwie nichts, wo man anhalten konnte. Wir konnten beide nicht mehr. Wir hatten mal wieder Gegenwind. Vielleicht hört man es auf der Kamera. Und dann haben wir einfach beschlossen, scheiß drauf, auch wenn das jetzt ein bisschen in der entgegengesetzten Richtung liegt. Wir sind zu dem Sandstrand gefahren. Wunderschön, weicher Sandstrand. Es liegen hier überall Muscheln rum. Vielleicht finde ich mal eine, dass ich es zeigen kann. Da! Muscheln, die sind hier überall total schön. Ich habe vorhin schon welche eingepackt. Naja, eine, um genau zu sein. Und da hoffe ich, finde noch mehr davon. Ja, wunderschönes Sandstrand. Das Problem ist nur, wir werden gefressen von Bremsen, riesigen Bremsen. Also ich glaube, bei uns werden es Pferdebremsen. Ich drehe vorsichtig. Ich habe es immer noch nicht raus mit der Richtung. Wir werden absolut gefressen. Und eigentlich wollten wir jetzt noch einen Fisch fangen und dann gemütlich grillen und dann hier Pause machen, hoffen, dass der Wind ein bisschen mittags nachlässt, was er die letzten zwei Tage meistens getan hat, und dann weiterfahren. Nur so wie es momentan mit den Bremsen ist, glaube ich nicht, dass wir hier lang bleiben. Hier hat jetzt schon grünes Holz aufs Feuer gelegt, damit es möglichst raucht und die Küche abbauen. Aber ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist. Ich zeige euch mal die Bremsen. Ich habe mir eigentlich einen Sonnenunterschlupf gebaut, weil es bis eben bockheiß war und wir eigentlich eh schon den ganzen Tag auf dem Wasser sind. Deswegen dachte ich mir, wäre es gut, mal ein bisschen in den Schatten zu kommen. Und ach ja, wie man hört, ich trage meine Bärenschellen. Wenn ich mir selbst damit tierisch auf die Nerven gehe. Ja. So viel zu unserer Insel. Wir haben noch 8 Kilometer, dann haben wir den Knee Lake hinter uns. Aber im Moment sind wir uns nicht sicher, ob wir das jemals erreichen werden. Jo. Michi räuchert uns ordentlich ein, damit sie uns in Ruhe lassen. Da müssen wir irgendwo hin. Ganz ans Ende. Das hört nie auf.